Herzlichen Glückwunsch. Ja, vielen herzlichen Dank. Herzlich willkommen bei der Jungen Union. Alles Gute in der neuen Amtszeit. Dankeschön. Dir herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Alles gut gelaufen. Stefan Löbeleit hat mir noch mitgeteilt, dass er irgendwann zu Abend essen würde. Gestern Abend. Morgen. Super. Was zu essen gestern Abend, die preisverdächtig ist, aber nach unten, nicht nach oben. Ich weiß, dass Sie wenig Zeit haben. Wir haben die Fraktionsvorsitzenden eingeladen und ich konnte mir vorstellen, dass doch die eine oder andere Frage auf den Herzen fällt. Ich habe mir natürlich überlegt, was schenkt man einem Umweltminister, der nach Bocholt kommt, also nach Westfalen? Ich habe gedacht, vielleicht ein Bild, weil wir diesen Platz haben. Wie seit langem nicht mehr für irgendein Thema. Und deshalb sind die zuständigen Minister, es gibt ja nicht nur den Bundesumweltminister, es gibt Landesminister, es gibt viele andere, die sind im Augenblick nachgefragt wie warme Semmeln. Und man weiß im Grunde nicht, wo man zuerst absagen soll. Deshalb freut es mich besonders, dass ich hier bin. Ich habe das Ruhrgebiet ja in seiner, als junger Mensch, in seiner schwierigen Entwicklungsphase erlebt. Energiesparen und Stromsparen eingerufen mit den entscheidenden Akteuren. Da ist auch Nordrhein-Westfalen mit dabei, die Landesregierung als einziges Bundesland übrigens. Zumindest bei selbstgenutzten Wohnraum. Aber das läuft nicht, weil die Bundesländer der A-Seite nicht bereit sind, ihre alle? So, ich bedanke mich. Nationalmannschaft das schwierigste Amt, was Deutschland zu vergeben hat. Ich habe dann sofort protestiert und habe gesagt, das ist keineswegs so. Das eindeutig schwierigste Amt,
was die Bundesrepublik Deutschland derzeit zu vergeben hat, ist das Amt des Kanzlerkandidaten der SPD mit Peer Steinbrück an der Spitze. Und dafür kann ich die Bundesrepublik. Wir Saarländer, ich finde, die großen Bundesländer müssen einfach mehr zusammenhalten. Und deshalb, wann immer ihr unsere Unterstützung braucht, ihr werdet sie von der Saar bekommen. Nicht nur gerade der Besten und der Erfolgreichsten gewesen. Und das möchte ich gerne zum Ausdruck bringen. Wir in der CDU Deutschlands, wir sind froh, dass wir euch alle haben. Und wir hoffen, dass ihr eure erfolgreiche Arbeit fortsetzt. In den 70er und 80er Jahren angefangen, über die Generation der jungen Wilden in den 90er Jahren mit Hermann Kröll, mit Andreas Braunschweig, mit Armin Laschet, mit Norbert Röttgen, mit Thomas Rachel, immer junge Leute aus NRW gehabt. Die halbe junge Gruppe Jens Spahn ist aus NRW. Der Ralf Brauchsiebe hat sich, bevor er hergekommen ist, die Haare noch mit dem Geltopf verschönert, damit er als Kulturvertreter noch durchgeht im fortgeschrittenen Alter. Und liebe Freunde, wenn ich mir das so ansehe, im Oktober bei Petroleumlampen in Friedrichsruh. Bei ihm war eine Delegation von Mitarbeitern von Thomas Alva Edison. Sie hatten den Walzenphonographen besprochen im Jahre 1889. Diese Aufnahme ist vor einem Jahr gefunden worden. Und heute können Sie über das Internet weltweit, ob Sie in China sind, in Japan, in Südamerika, bei der Jungen Union in Bocholt oder in Berlin, können Sie die Stimme von Otto von Bismarck anhören. Und Sie haben die Möglichkeit, alles, was auf dieser Welt gesprochen, geschrieben, geredet worden ist, von dem irgendjemand es für wert erachtet, aufzubewahren, über das Internet an jedem anderen Ort der Welt gleichzeitig anzuschauen und anzuhören. Heute ist das Mobiltelefon aus dieser Welt nicht mehr wegzudenken, nicht weil es irgendjemand im Bundestag entschieden hat, sondern weil diese Entwicklung in der Logik einer Gesellschaft liegt, wo die technologische Entwicklung eben ihren eigenen Gesetzen gehorcht. Und wir müssen uns dann Gedanken darüber machen, was die politischen Konsequenzen sind und wie wir damit umgehen. Liebe Freunde, ihr habt ein zweites großes Thema angesprochen. Das ist das Thema der Nachhaltigkeit und vor allen Dingen das Thema der Staatsverschuldung. Ich kann mich erinnern, lieber Sven Vollmering, als der Wahlkampf in Nordrhein-Westfalen losgegangen ist, da hat die Junge Union eine geniale Idee gehabt. Ihr habt nämlich nicht nur inhaltlich dieses Thema aufgerollt und es heute auf dem Parteitag weiterentwickelt. Ihr habt damals einen aufblasbaren Schuldenberg von Stadt zu Stadt und von Dorf zu Dorf bewegt. Und diese Idee war deshalb genial, weil es einerseits eine Technik war, wie man diesen Schuldenberg mobil macht und transportieren kann. Auf der anderen Seite ist aber deutlich geworden, dieses ungeheure Maß an öffentlicher Verschuldung ist nicht anderes als eine Blase, als ein aufgeblasenes Beispiel dafür, wie man über seine Verhältnisse über viele Jahrzehnte leben kann. Und die Frage ist, ob wir diesen aufgeblasenen Berg von Generation zu Generation weiter mit uns herumschleppen, ob wir dafür sorgen, dass jede Generation ihn nochmal einen Meter oder zwei Meter höher aufbläst, oder ob man irgendwann daran geht, aus dieser Blase die Luft herauszulassen und dafür zu sorgen, dass wir zu einer nachhaltigen Finanzpolitik zurückkommen. Denn wir haben, liebe Freunde, mit dieser Aufgabe keine leichte Herausforderung vor uns. Denn es bedeutet natürlich, wenn man sagt, wir wollen in unserer Generation zurück zu einer nachhaltigen Finanzpolitik, dann bedeutet das, dass wir die Schulden der alten Generationen vor uns zwar nicht zurückzahlen, aber zumindest die Zinsen, die Marktwirtschaft sich allen anderen Wirtschaftsformen als überlegen erwiesen hat. Deshalb haben wir seit 20 Jahren ein weltwirtschaftliches Wachstum, wie es das vorher nicht gegeben hat. Die Volkswirtschaft der Volksrepublik China verdoppelt ihre Leistung innerhalb von weniger als 10 Jahren. Sie hat sie innerhalb von 4 Jahren, von 40 Jahren, von 20 Jahren vervierfacht. Und das, liebe Freunde, bedeutet allerdings auch, dass sich der Ressourcenverbrauch an Rohstoffen vervierfacht und dass sich der Energieverbrauch vervierfacht. Und wenn wir uns anschauen, wie die Wachstumskurve international in den nächsten Jahrzehnten sein wird, dann werden wir feststellen, dass das Bruttoinlandsprodukt der Welt
sich in den nächsten Jahren verdoppeln, verdreifachen, vervierfachen wird? Und wenn es dazu führt, dass sich der Ausstieg an fossilen Energien und der Ausstoß an CO2 ebenfalls verdreifacht und vervierfacht, dann werden wir erleben, dass die ökologische Balance dieses Planeten nicht mehr im Gleichgewicht zu halten ist. Wir werden das Klima durch noch so gute Maßnahmen in Deutschland nicht retten, weil Deutschland nur für 3% des CO2-Ausstoßes verantwortlich ist. Wenn aber in China jede Woche ein neues Kohlekraftwerk in Betrieb genommen wird und dieses Kohlekraftwerk dann 20 oder 30 Jahre lang dazu beiträgt, dass CO2 in ungekannten Dimensionen künftig produziert wird, dann haben wir Folgen davon zu gewärtigen, nicht nur in China, sondern auch in Deutschland, im Ruhrgebiet und überall in der Welt. Und deshalb, meine lieben Freunde, haben wir auch eine Verantwortung, dass wir, nachdem wir diesen Ländern die Marktwirtschaft gegeben haben, dass wir ihnen auch zeigen, wie man Marktwirtschaft und Ökologie unter einen Hut bringen und versöhnen kann. Lasst uns einen Augenblick reden über die Voraussetzungen dieser Energiewende. Durch Brandenburg, durch Niedersachsen, durch Schleswig-Holstein fahre und dort Windräder und Solardächer sehe, weil es scheint, dass die Energiewende die Menschen erfasst hat. Aber liebe Freunde, es ist die eine Sache, dass man neue Windräder und Solardächer baut, aber die baut man viel schneller als die dazugehörigen Leitungen. Und wenn wir uns anschauen, was Jürgen Trittin, der immerhin 7 Jahre Umweltminister war, und Sigmar Gabriel, der 4 Jahre Umweltminister war, das waren zusammen 11 Jahre, in denen die Energiewende vorangekommen ist, Windräder gebaut wurden und Solaranlagen installiert wurden. Wir haben in dieser ganzen Zeit im Bau von Leitungen so gut wie keine Fortschritte gemacht. Und deshalb sage ich, es kann nicht angehen, dass man jedes neue Windrad mit Girlanden begrüßt und gegen jede 9 Kilometer Stromleitungen eine Bürgerinitiative gründet. Liebe Freunde, wir müssen den politischen Gegner auch an der Stelle in die Verantwortung nehmen. Die Energiewende gelingt entweder als Gesamtprojekt oder sie gelingt gar nicht. Und das müssen wir nach draußen deutlich machen. Ein bürgerliches Projekt, wo wir uns nicht von anderen vorschreiben lassen, was wir aus ideologischen Gründen zu tun haben, sondern wo wir dasjenige tun, was für die Volkswirtschaft unseres Landes richtig ist und was trotzdem dazu führt, dass wir unsere ökologischen Ziele erreichen. Und ich möchte gerne, dass wir das im Bundestagswahlkampf deutlich nach draußen zur Sprache bringen. Die Energiewende ist ein Thema, was in der Abstraktheit die Menschen nur bedingt interessiert. Aber es interessiert sie immer dann, wenn es konkret darüber geredet wird und in den Volkshochschulen darüber geredet wird. Es gibt kein anderes Projekt, das so eine große technologische Innovationsfähigkeit für unser Land bietet wie die Energiewende.